auch diesen Stand von 2018 interpretieren, bewerten. Weiter. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité, Dr. Timin Tamta, ist auf dem Weg zur Teambesprechung. Gibt es da Fragen oder Probleme? Die Vietnamesin leitet die psychiatrische Ambulanz. Bei der morgendlichen Besprechung geht es um schwierige Patientenfälle, Personalfragen und Verbesserungsvorschläge. Der gegenseitige Austausch ist wichtig für eine gute Patientenbetreuung. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr nach der Frühkonferenz. Jeder geht in diese Arbeit, ihre eigene Arbeitsbereich. Zum Beispiel, ich gehe zu meiner Ambulanz beginne meinen Tag. Mittwoch und Donnerstag habe ich meine Sprechstunden und dann versorge ich die Patienten. Ihre heutige Patientin kommt ebenfalls aus Vietnam. Sie leidet an Depressionen und möchte nicht erkannt werden. Dr. Timin Tam Tha hört zu, überprüft die Medikation und macht Mut. Ihr Studium hat sie in Hanoi abgeschlossen. 2006 kam die Medizinerin dann nach Deutschland. Nach einer Kenntnisstandprüfung in Deutschland habe ich auch meine Fachausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie begonnen. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich vielleicht innere Medizin machen würde, aber das Fach Psychiatrie hat mein Interesse geweckt. Bin ich immer noch glücklich mit meiner Entscheidung. Das ist eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, Psychiatrie zu machen. Zu ihrer Arbeit gehören auch Forschung und Lehre. Ein Vortrag zur transkulturellen Psychiatrie muss vorbereitet werden. Danach trifft sie sich mit ihren Doktorandinnen. Gemeinsam diskutieren sie die Arbeitsergebnisse. Aber das hängt davon ab, wie du da kodieren. Mir macht besonders Spaß, dass diese abwechslungsreiche bei der Arbeit. Durch diese Lehre habe ich auch diese Möglichkeit, auch mit Studenten in Kontakt zu kommen und wieder ein bisschen das Gefühl wie Studentenzeit. Das ist auch sehr schön und man hat diese Möglichkeit, auch diese Kenntnisse weiterzugeben. Im Vergleich zu Vietnam kann ich schon sagen, das ist eine sehr gute Forschungsinfrastruktur. Und es gibt auch sehr viele diese Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Kollegen. Zusätzlich habe ich auch noch diese internationale Kooperation mit Kollegen aus Vietnam. Diese Psychiatrie in Deutschland ist eine der besten psychiatrische System in Europa. Und daher möchte ich auch sehr gerne, was ich in Deutschland gelernt habe, wieder zurück nach Vietnam transferieren, um dort diese Kollegen zu unterstützen, eine gute psychiatrische Versorgungssystem aufzubauen. Seit 13 Jahren lebt sie in Deutschland und sie ist gerne hier, trotz der kulturellen Unterschiede. In Vietnam ist es ganz normal, dass man immer lächelt, immer und man guckt nicht so direkt in Augen von Vorgesetzten. Aber in Deutschland ist das sehr wichtig. Das gilt auch ein Vertrauensmerkmal. Und das muss ich tatsächlich üben. Und Sie können sich vorstellen, ich brauche 3 Jahre. Ich muss auch bis jetzt auch immer noch manchmal meinen Kollegen erklären, was bedeutet sozusagen meine Verhalten, ja? Oder was bedeutet auch mein Satz. Und wenn man nicht mitschwingen können, dann das ist auch schon ein bisschen so diese kleine Abgrenzungen. Ja. Dann man fühlt sich nicht zugehörig. Natürlich im Laufe der Zeit, das wird sich besser. Das ist wichtig, der Kontakt. Es gibt keine anderen, es gibt keine Bücher, die das genau beschreiben, sondern man muss mehr Kontakte mit Kollegen, ja, mit Menschen, die in Deutschland geboren sind und nicht so denken, das wird nichts, das wird.